Es ist gezeigt, dass y gleich 1 durch a plus pb ein Kreis ist. Also a und b nehme ich mal als komplexe Größen an. Naja, und dann ist auch y' gleich c plus alpha durch a plus pb ein Kreis. C und alpha sind beide komplex. Alpha komplex macht nicht wirklich Sinn. Es würde ja heißen, dass man den Kreis irgendwie um sich selber dreht. Der Allgemeingültigkeit wegen lasse ich das so. Es ist sicherlich nicht verboten. Ich hätte ihn jetzt erstmal als reell angesetzt hier. Und C ist einfach eine komplexe Verschiebung der Geschichte. Das heißt also, wenn y Mittelpunkt M und Radius R hat, dann hat y' Mittelpunkt M plus C und Radius Alpha Betrag mal R. Das beweise ich jetzt nicht, müssen wir auch nicht, weil es mir aus der Anschauung klar ist. Ich verschiebe einen Kreis hier, ich verschiebe einen Kreis einfach um C, dann ändert sich sein Mittelpunkt im Wesentlichen. Und wenn ich den Kreis multipliziere oder um sich selber drehe, also auf dem Kreis drehe, dann ändert sich eben der Radius um den Faktor Alpha. So, was viel spannender ist, ist jetzt einfach nur, dass y' ja ausmultipliziert werden kann und auf den Hauptnenner gebracht werden kann. Also a plus pb bleibt unten stehen. Und dann schiebe ich den Rest hoch, dann ist das nämlich hier a mal c plus alpha und p mal bc. Das ist keine konjugiert komplexe Erweiterung, das ist einfach nur eine Erweiterung, um das Ganze auf den Hauptnenner zu bringen. Und das kann ich natürlich schreiben als d plus p, d mal e und a plus p mal b. Und das ist auch ein Kreis. Ich habe nichts gemacht. Und vor allem gilt, dass ja d gleich a mal c plus alpha ist, kann eine ganz allgemeine Zahl sein, weil ja alpha auch eine ganz allgemeine Zahl sein darf, also ist keine Einschränkung da. Und e ist gleich b mal c. Und dann kann man natürlich bestimmen hier, dass alpha gleich d minus a mal c ist. Und c ist gleich e durch b. Die üblichen Einschränkungen, b darf nicht 0 sein und so weiter. Okay. y' gleich d plus p mal e durch a plus p mal b hat also Mittelpunkt m' gleich m plus e durch b, das ist einfach das da, und r' gleich d minus a mal e durch b, ich habe gleich komplett eingesetzt, Betrag mal r, wenn y gleich 1 durch a plus p mal b Mittelpunkt m und Radius r hat. So, ich kann also, ich muss zwar den Zwischenschritt noch eigentlich bemühen vom letzten Mal, aber ich kann letztlich hier
diese Parameter berechnen, wenn ich nur diese Geschichte hier vorher gegeben habe. So, das, aber diese Bedingung muss ich vorgerechnet haben hier. Ist ein bisschen aufwendig, aber natürlich ist das so. Und dann ist auch z' gleich 1 durch y' gleich, ich habe hier nur getauscht, p plus pb durch d plus p mal e, ein Kreis. A, b, d, e, tauschen entsprechend die Rollen. Das wiederum heißt jetzt und ist der Beweis dafür, dass Inversion bildet Kreise auf Kreise ab. Auch das ist ein wichtiges Ergebnis. Habe ich nämlich als Ortskurve einen Kreis vorgelegen gehabt und muss den Kehrwert davon bilden, was ja passiert, wenn man sowas tut, dann ist das Ergebnis auch wieder ein Kreis.